Und zwar von Monne. Mein neues Auto, 800 PS S63 AMG Montana Black. Black. Gucken wir mal rein hier. Hat er mit seiner Canon Lycra wieder gefilmt oder? Das wäre doch mal wieder was. Moin Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es ein neues Video in aller Frische. Ich hoffe euch geht's gut, euren Familien geht's gut. Ihr habt viel Gesundheit und viel... 3,8 Beats. Sommer. Die ganz Oldschool-Dinger heute hier wieder raus. Glück in eurem Leben, das ist das Wichtigste an erster Stelle. Wir von heute mein neues Auto abholen, den S63 S AMG. Den habe ich mir bestellt und der ist heute am Start. Ich bin sehr aufgeregt hier aus der neuen alten Zentrale. Momentan streame ich ja von hier nur und nicht mehr aus dem Keller mit den wunderschönen Playbutton. Da fehlen noch ein, zwei Stück, aber es ist eine Optik, die mir sehr gut gefällt. Wir wollen noch mal ganz kurz in die Garage reingehen, weil ich noch meine schnelle Brille brauche. Ich habe mir nämlich die Augen lasern lassen vor ein paar Tagen oder vor. Das habe ich auch in der Story gesehen. Also da habe ich auch ihn geschrieben. Krass, dass sich das getraut hat, weil ich hätte echt Angst, dass ich danach blind wäre, nach so einer Laserbehandlung. Aber wahrscheinlich ist alles so modern und alles so einfach, dass es so ein Standardjob ist. Ne? Einmal kurz rein, raus und man kann wieder sehen. Ne? Also ist schon krass, was man alles machen kann. Ne? Vor einer Woche und bin noch ein bisschen lichtempfindlich. So, hat sich auch ein bisschen was verändert im Haus, also so Kleinigkeiten. Was ist das denn da für Bilder? Bilder und sowas. Man lebt sich dann ja nach einer gewissen Zeit ein, würde ich sagen. Aber ich hatte mal überlegt, eventuell auch noch mal ein separates Video zu machen, ob es jetzt hier beispielsweise die Kleinigkeiten sind, wie die Grünpflanzen. Ich habe sehr viel Grünpflanzen mittlerweile auch hier im Haus überall hingehängt. Ich zeige es, am besten Beispiel ist, glaube ich, die Gästetoilette. Also ist jetzt keine krasse Veränderung, aber man hat hier halt überall. Was mich jetzt noch mal interessiert, warum streamt er jetzt in dieser Ecke? Weil ich... Da gab es ja mal ein paar Reels, TikToks, da hieß es irgendwie, ja, weil wenn wegen Tageslicht mal woanders, also weiß man jetzt mittlerweile warum oder einfach weil ihn danach ist, weil er keinen Bock hat nach unten da zu gehen und dann weil im Keller alles dunkel ist, so vom Feeling her, weil er sich ja echt damals voll drauf gefreut auf seinen Gaming Room und so weiter und so fort, oder liegt das daran, weil das da von seinen damaligen Gaming Booster Sponsor irgendwie gebrandet war oder so, weiß man das jetzt mittlerweile? Er mag das Tageslicht und so weiter mehr dort gerade. Okay, also einfach so ein Feelingsding. Wegen der Klimaanlage? Weil er da unten alleine ist und oben wohnen ja auch die beiden Kiffer. Wie die beiden Kiffer? Wer wohnt denn jetzt da oben? Was denn jetzt? Der hat doch da keine Mitbewohner, auf sowas hat er auch gar keinen Bock. Freunde, die oft bei ihm sind. Weiß ich nichts von. Bevor wir hier weitermachen, meine Damen und Herren, ihr seht schon, was ich anhab. Das SmileDogs Member Shirt ist jetzt offiziell. Und was heißt das? Was passiert damit? Was kann man machen? Ihr wisst, die FIBO 2024 kommt jetzt an den Start. Und dieses Shirt gibt es extra für euch nur für 9,99 anstatt für 34,99. Und jetzt passt auf. Ihr seht, Chat, wir haben jetzt hier unser SmileDogs Member Shirt. Hier, der Preis, der stimmt tatsächlich. Das ist keine Täuschung oder sonst was. Und hiermit könnt ihr Black Member werden. Was heißt eigentlich Black Member? SmileDogs Black Member sind sozusagen wie VIP-Kunden. Das heißt, die Retour kostet nichts. Ihr kriegt immer gratis Versand. Ihr seid immer die Ersten, die einen Tag vorher shoppen können bei den ganzen Sales. Auch wenn Newsletter-Sichtskunden sich zum Shoppen früh eintragen, können trotzdem die Black Member immer am ehesten shoppen. Das sowieso. Dann ganz wichtig, auf der FIBO 2024, Leute, jetzt im April, könnt ihr euch mit diesem Shirt, wer alles, also sowieso will ich, dass ihr alle mit diesem Shirt zur FIBO kommt. Nicht mit einem Hoodie, ihr könnt natürlich auch den Sale noch nutzen. Wir haben immer noch 40% auf alles mit dem Code FLYING und bis zu 60% Rabatt, weil so einiges vorreduziert ist. Aber ganz wichtig, holt euch dieses Shirt, weil das bringt euch nur Vorteile. Denn wer damit zur FIBO kommt, bekommt den SmileDogs Brandbag. Da sind Neo-Subs und SmileDogs Artikel drin, die ihr geschenkt bekommt. Und das Geile ist, das habe ich leider noch nicht hier, es gibt so ein LED-Armband und wenn das leuchtet, wisst ihr auf der FIBO bei uns, ah, Uwe macht wieder eine Aktion, SmileDogs dreht wieder durch und dann müsst ihr schnell zum Stand kommen. Dann haben wir zum Beispiel hier noch, ihr kriegt einen Flyer von uns, wo ihr 25% Rabatt kriegt für die ganze FIBO. Black Member Mitgliedschaft habe ich schon gesagt. Dann machen wir wieder auf der FIBO, wie wir das 2019 gemacht haben, ein großes Community-Foto, wo wir alle dieses Shirt anhaben. Darauf freue ich mich am meisten. Habe ich auch richtig Bock drauf. Dann hier das LED-Armband, was ich besprochen habe. Und ganz wichtig, auch geil, alle, die dieses Shirt haben,
und es auf Instagram posten als Feedpost mit dem Hashtag FIBO2024, kommt auf die Hall of Fame von Smiledogs am Stand quasi. Da ist dann so eine Wand und da kommen dann all eure Fotos rauf, die dann quasi das Shirt gepostet haben mit diesem Hashtag. Leute, die FIBO gehört uns, holt euch das Black Member Shirt und ihr seid automatisch Mitglied und ich warte auf euch auf der FIBO. Alle Infos dazu ganz weit oben in der Videobeschreibung. Wie jetzt so kleine Details, ne? Grünpflanzen, Kunst von meiner Oma, was sie selber getöpfert hat. Ich habe Vogelzwitschern, wenn ich werde alt, ich weiß. Ich habe Vogelzwitschern, wenn ich hier reinkomme. Wir haben hier das wunderschöne... Das Lied vor Speedbild, Digga, das... Geil, Alter. Voll so Rentner-Dschungel-Feeling hier, Vogelzwitschern, da grün, hier von Oma die Kunst noch auf der Fensterbank und dann schwenkt die Kamera Richtung Toilette und da kommt der 12-jährige Monte wieder raus mit Need for Speed, Digga. Geil. For Speed Underground 2. Geil. Halt, ich glaube, kann jeder nachvollziehen, je länger man in einer Bude wohnt, desto mehr Details fügt man da auch hinzu. So. Ja, man lebt sich ein. GLS. Ich denke, den werde ich noch behalten. Ich hatte überlegt, den auch abzugeben. Aber ich glaube, ich werde ihn einfach noch ein bisschen behalten. Vielleicht gebe ich ihn aber auch ab. Ich bin da noch unentschlossen. Den Lambo kennt er ja. Hier steht noch ein bisschen Kleinkram rum. Hier steht mein Fahrrad, mein Rennrad, womit ich auch schon einige Fahrradtouren gemacht habe. Eventuell mache ich davon auch mal von dem Fahrrad dann auch eine Fahrradtour. Da steht noch mein Cannondale. Ist auch scheißegal. Ich will eigentlich nur meine schnelle Brille holen. Komm, wir gehen mal kurz rüber. So. Hier steht das Fahrrad von den Fahrradstreams. Das Gönnrad? Ja, wäre geil, wenn er eigentlich sein Fahrrad so mit Gönnergy branden würde oder mal zum Sprayer schickt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Dann so mit Gönnergy-Logo rauf oder so. So, wo ist die schnelle Brille, Digga? Wo ist die schnelle Brille? Dein ehemaliger Mitarbeiter ist gestorben. Ich habe davon heute schon gelesen. Also, Mitarbeiter war er jetzt nicht, aber ich verstehe schon, was du meinst. Der war mal bei uns im Team. Ist echt krass, ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen. Aber egal, lass uns hier weitermachen. Wir haben schon eben darüber geredet, sonst wird das jetzt hier traurig. Da ist die schnelle Brille, Digga. Die habt ihr alle gefeiert, oder? Ich finde die, Digga, ich finde die richtig cool. Oh. Oh ja, Digga. Die werde ich auf jeden Fall ein bisschen brauchen, weil noch ein bisschen Lichtempfindlichkeit ist und das auch. Also das ist jetzt extra eine Brille vom Laser, ne? Also das ist jetzt nicht irgendeine Sonnenbrille. So wie Modell Ray-Ban oder so, sondern es ist einfach das Ding wahrscheinlich vom Laser. Da kriegt man diese Form und Art von Brille, glaube ich doch, oder? Ist ja jetzt nicht hier seine Designerbrille, die er jetzt da kurz aus der Karre holt. Ist von der Klinik, okay. Also eine Sonnenbrille nach einer Laser-OP an den Augen hilft beim Heilungsprozess. Ich will nicht besonders doof aussehen, aber wenn die Sonne nicht scheint und eine Sonnenbrille tragen, bin ich immer kein Freund von. Aber wenn es der Gesundheit dient, dann bin ich dabei. Also wir fahren jetzt los, holen so einen kleinen Snack. Und da holen wir das neue Auto ab. Ich bin gehypt. Jalla. So, Freunde, wir sind jetzt hier noch kurz Brötchen holen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist schon 13.46 Uhr. Ist es 13.46 Uhr? Der Streamer-Lifestyle. Ja, das reicht. Uwe, willst du noch ein Kind haben? Ich bin nicht abgedeugt, du. So, wie ihr wisst, ich bin extrem großer Freund von... Ich habe eine Frage. Hat er jetzt immer einen Fahrer? Weil ich habe letztens seine Instagram-Stories gesehen, der fährt ja gar nicht mehr selbst, ne? Hat er jetzt einen Fahrer organisiert, oder was? Gurken. Und bei mir muss immer extra Gurke. So, nicht anders. Ich sage euch ehrlich, Gurke ist für mich Kindheit. Am liebsten noch mit Gewürzsalz oben drauf. Da schmeckt die Gurke am besten. Also man darf eine Weile nicht fahren, wenn man die Augen gelasert bekommen hat. Der fährt doch nirgends mehr ohne Personenschutz hin. Im Ernst jetzt? Doch, darf man, ist er auch schon. Weil er sich blendet. Kleine Anekdote am Rande. Hier war früher Möbelboss. Da bin ich hingefahren, das war vor YouTube. Damals noch mit Anna, haben Oma und Opa mich vollgelabert, dass ich einen Job brauche und arbeiten gehen soll. Dann bin ich völlig zugekifft, hier hingefahren, hatte ein Bewerbungsgespräch. Ich hatte da noch keinen Führerschein.
bin ich ausgestiegen. Hab gesehen, dass vorne im Eingangsbereich auch noch Leute standen, die auch ein Vorstellungsgespräch hatten. Hab das gesehen, hab mich umgedreht und bin bei Anna wieder ins Auto gestiegen und hab einfach drauf geschissen, Digga. Das war noch Zeit. So, wir sind jetzt in Stade bei Mercedes. Hier hole ich jetzt gleich die S-Klasse ab. Ich erzähle euch ganz kurz, warum hole ich mir jetzt die S-Klasse. Ganz simpel, Robert, der Verkäufer, der hier mir den Wagen verkauft hat, hat mir den für ein paar Tage mal als Probe mitgegeben, hat es mir angeboten, ich habe es angenommen und da habe ich mich in den Wagen einfach verliebt. In den Luxus, ins Interieur, in das Auto an für sich. Natürlich Geländewagen auch geil, Limousine auch geil, hat beides Vor- und Nachteile. Und ja, G steht für gönnen, man muss sich immer gönnen, so ist ja auch mein Lebensmotto, das wisst ihr auch, deswegen steht es ja auch auf Gönnergy, G steht für gönnen, so lebe ich und jetzt gönne ich mir heute selber, Digga. Und ich hoffe, ihr könnt euch alle auch irgendwann mal genauso gönnen, denn ich wünsche euch nur das Beste. Also, wir gehen jetzt rein und holen den Wagen ab, ich bin hyped, let's go. Ja, Marcel. Der Verkäufer des Vertrauens, wie geht's? Aber auch geil, ne? Als Autoverkäufer so, du, fahr mal, behalt mal 3 Tage und schon für Auto verkauft für... Keine Ahnung, was kostet die Karre? Knapp 300.000 oder was? Ich weiß nicht. Kurz mal wieder was verkauft hier, weil mal kurz jemand eine Karre geliehen hat. So schnell kann das gehen, Leute. So schnell kann das gehen. 280.000, ja, siehst du, guck. So schnell kann das gehen. Ein Hintertürchen immer gut. Boah, jetzt bin ich gespannt, Digga. Gehen wir direkt durch. Aber ich glaube, Marcel ist mittlerweile auch so schlau und kauft nicht wieder direkt, sondern schön leasen, bitte. Hoffe ich doch. Ich hoffe, er hat sie sich jetzt nicht gekauft, Digga. Habt ihr den so spezial wieder unterm Tuch? Vielleicht. Ich habe ihn natürlich schon vorher gesehen. Ich habe ihn auch diesmal nicht in schwarz oder weiß genommen, so wie man die klassischen Farben nimmt, sondern ich habe ihn diesmal in einem Grauton genommen. Oh, da bin ich mal gespannt. Weil ich mal Bock hatte auf was anderes. Ich habe den Wagen ja auch schon mal bei meiner WhatsApp-Gruppe oder so gezeigt. Also ist jetzt nicht so, als wenn man den vorher noch nicht gesehen hätte. Ich habe ihn vorher auch schon gesehen. Wir haben noch ein bisschen ein paar Kleinigkeiten umfoliert, aber wirklich nur Kleinigkeiten. Und da steht das Baby. Ah, sogar schön mit Licht und so. Der Robert weiß, wie man es macht, ne? Das ist ein Schlachtschiff auf jeden Fall, ne? Ja, soll ich selber ziehen oder? Nee, wir ziehen gleich. Erstmal kannst du hier, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vors Auto und ich mache mal so langsam den Zieher. Die Front ist am brutalsten. Ja, komm, zieh. Ah, das ist die Farbe, wo ich doch immer gesagt habe. So Audi RS. Auf welches Modell war denn das immer? Ich wollte jetzt auf jeden Fall meinen Camaro damals in diesem Grauton lackieren. Könnt ihr euch noch. Stahlgrau, ja, oder. Heißt das Stahlgrau? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich doch immer so meinen Camaro lackieren. Nardo-Grau. Ja, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall immer für mich so dieses Audi RS-Grau, RS6-Grau oder so, ne? Ja, genau. Gerne, ja, genau. So wollten wir doch mal den Camaro lackieren. Jetzt weiß ich wieder. Oh ja. Schön. Das gefällt mir sehr gut. Auch der Farbton. Im Autohaus auch. Also ich sag dir ehrlich, für mich ist das einer der schönsten Mercedes von der Front her. Der hat so eine brutale Schnauze. Schön. Okay, geil. Für die Leute, die es jetzt noch nicht verstanden haben, ein S63S, der neue, als Day One Edition. Die Day One Edition erkennt man durch die goldenen Bremssättel beispielsweise. Genau, die Felge ist auch speziell für die Edition One, ne? Genau, die Felge auch. Nur die Felge, die so eloxiert ist, so wie die eloxierten Anbauteile vorne. Mhm. Das heißt, wir haben ja, das hast du live noch nicht gesehen, wo wir noch drüber gesprochen hatten, ob wir schwarz machen wollen. Ja. Aber es ist ja schon in Anthrazit und eloxiert, ne? Genau, vorne habt ihr jetzt schwarz gemacht? Nein, das ist so. Achso, das gehört. Okay. Ich habe hinten den Heckbereich haben wir schwarz gemacht. Genau, hinten haben wir ein bisschen was verändert, das kann ich euch nochmal zeigen. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Wir haben hier hinten die Chromleiste in schwarz gemacht und das AMG-Zeichen auch in schwarz, beziehungsweise ein neues Logo. Das mag ich auch, wenn es schwarz ist. Das ermöglicht. Das S63-Zeichen bleibt rot, das sollte auch rot sein, finde ich. Extrem schöner PKW. Der Luxus, den du beim Fahren hast. Kennzeichen CK extra für Commander Krieger? Im Ernst? Hat er das jetzt wirklich dafür gemacht? Nein, da verarscht er mich, oder? Oder deswegen hat er da so rüber gestreichelt, so als Tribut quasi, oder wie? Weil er hat doch das Nummernschild, wo ich mir dachte, was streichelt der das über das Nummernschild? Das ist doch eine Verarschung, oder? Ja, die verarscht mich, ja.
einfach, was mich überzeugt hat. Mann, Position genau. Ihr habt ein richtiges Funkloch, Mann. Was ist denn, wenn ich jetzt hier geblitzt werde? So, Freunde, noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn G-Shit für Gönnung, ah, ja. Auto zahlt sich nicht von alleine. Kappi, die zweite Lieferung der limitierten Edition sind jetzt für euch am Start. Egal ob bei Edeka, Kaufland, Rewe, überall da, wo ihr Getränke bekommt, bekommt ihr auch die Limited Edition. Denn die erste Lieferung war extrem schnell ausverkauft und ihr sollt euch spurten und so vielleicht noch einen kleinen Vorrat holen, denn es wird sie höchstwahrscheinlich erst wieder, wenn überhaupt, im Sommer geben. Also G-Shit für Gönn, let's go. Okay, ey, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir setzen uns mal rein, Digga. Oh, Neuwagengeruch ist einfach ein Geruch. Den sollte man mal als Parfum rausbringen, Digga. Das ist eine Marklücke, glaube ich. Marc Abi, falls du das siehst. Ja, wie ihr seht, rote Nähte, rote Akzente, Edition One, Schriftzug. Was an diesem Wagen, was ich euch nicht zeigen kann, aber was extrem geil ist, das nennt sich 4D. Wie der Chat schon wieder Parfum schreibt mit P-A-F-Ö-N-G. Sound. Das heißt, in diesen Sitzen wird eine Vibration wiedergegeben, die Bass imitiert. Aha. Das heißt, selbst bei leiser Lautstärke hast du das Gefühl, dass das Bass in deinem Rücken ist. Ich kann das schwer beschreiben, das ist unfassbar geil. Am Anfang haben wir geredet, Robert, habe ich gesagt, oh, das fühle ich nicht so. Aber dann, als ich es nicht mehr hatte, habe ich es richtig vermisst. Das ist ein unfassbar schönes Auto. Und kleine Side-Fact, ist auch unfassbar teuer, Digga. Was sagst du dazu als Verkäufer? Das Soundsystem oder das ganze Auto? Das ganze Auto. Ja, ist schon ein Wurf. Also ist halt Oberlippe, Unterkante, ne? Schönes Schlossallee. Viel mehr haben wir halt nicht zu bieten bei uns im Programm, ne? Also der war schnellste, der schönste und auch mit unser teuerstes Fahrzeug, ne? Der Wagen kostet, haltet euch fest, rechnet das nicht in D-Mark um, so wie ich es immer mache. Der Wagen kostet, so wie er jetzt hier steht, um die 280.000, glaube ich, ne? 284. Wie ist das denn mit der G-Klasse? Eine richtig heftig voll ausgestattete G-Klasse. Ist da die S-Klasse immer noch teurer dann? Weil ich glaube, die S-Klasse ist ja so richtig so, naja, für so lange Touren, Luxus, Reise, ne, flugzeugmäßig. 250 G-Klasse und 300.000 habe ich gerade ein Haus gekauft. 300.000 ist ja richtig günstig, Digga. Ich sag dir so, wie das ist. Ein Haus für 300.000 ist richtig günstig. Also dann wohnst du wahrscheinlich auf dem Land, im Dorf, oder? Das sind? Kein D-Mark. Also keine D-Mark? Ich würde so gerne D-Mark. Oberkante, Unterlippe, tschüss, Schlossallee. Was für ein Spruch des Verkäufers. Das ist so Standard-Verkäuferspruch, kenne ich auch. Das ist so dieses Typische, das ist halt so, was man als Verkäufer da so raushaut. Um es zum Ausdruck zu bringen, du hast dir gerade was richtig Gutes gekauft. Endstufe. Aber es ist halt einfach ein schönes Stückchen PKW. Ja. Jetzt fahre ich gleich vom Hof und dann ist er direkt schon 10.000 weniger wert. Geil, Digga. Ja. Nee, wir gehen noch mal hinten. Also es ist einfach ein schönes Auto, Digga. Also die wichtigsten Sachen erkläre ich dir gleich nochmal. Ja. Ich bin nicht so der Freund von Blumen. Ui, auch. Oh. Das ist irgendwie ja wunderschön. Ah, geil. Das ist Gamingzimmer oder für dein. Das ist schon für die Garage. Cool. Da war ich sehr zu schätzen. Danke dir. Das ist ein schönes Bildchen. Geil. Genau. Den Kühlschrank kann man rausnehmen. Ja. Falls du mal Platz brauchst. Das ist doch mal geil, Chat, oder? Da kommen ein paar Gönnerschieß rein. Jetzt bin ich gespannt. Also hinten fährst du wie ein König. Genau. Eigentlich auch eine Frechheit, dass niemand hier die Tür aufhält jetzt. Wir hatten den Wagen ja mal für ein paar Tage, hatte ich euch erzählt. Und da haben wir im Livestream versucht, die Position einzunehmen. Das hat irgendwie nicht geklappt, weil Kinderregelung drin war. Wahrscheinlich die Sperre oder Kinderversicherung drin. Wir haben vorne Kinderversicherung. Den Knopf für die Liegeposition. Es ist nur diesen dieser hier? Knopf, der gedrückt halten werden muss. So, und dann macht er hier vorne. Oh, muss ich gedrückt halten? So, pass mit deinen Füßen ein bisschen auf, da kommt die Fußstütze gleich noch. Man muss sich einmal so ein bisschen in die Liegeposition. Oh. Ja. Ich habe neue Schuhe angezogen. So. Und jetzt kannst du den entspannten machen. Und hier ist unser zorniger Kühlschrank. Das ist, ja, habt ihr sogar einen Gönnerschi reingetan. Logisch, wir sind beide Kühlschrank, hier. Ey. Was ich mich wirklich gefragt habe, man kann ja Serien gucken. Ja. Kann ich auch einen Kopfhörer anschließen eigentlich? Über Bluetooth? Ah, Mercedes eigene Kopfhörer. Die beiden Kopfhörer sind hier drin. Ah, okay. Rechts und links. Mhm. Und die sind mit Bluetooth verbunden, ganz klar. Und dann kannst du dementsprechend deine Serie gucken oder was auch immer geil du schauen möchtest. Genau. Sehr cool. Das habe ich mich wirklich vor ein paar Tagen gefragt, ob man da theoretisch gesehen auch Apple-Kopfhörer verbinden kann. Aber wenn sie eigene Kopfhörer haben, ist ja geil. Extrem bequem. Dann machen wir wieder zurück. Also ich will jetzt nicht rummeckern, ne? Aber wenn man, ihr wisst selber, wenn man im Flugzeug ist, kennt ihr diese scheiß Schrottkopfhörer im Flugzeug bei Lufthansa oder Turkish Airlines, da will man immer seine eigenen Kopfhörer haben. Jetzt frage ich mich halt, wie sind die eigenen Kopfhörer von Mercedes?
sind die wirklich so gut wie jetzt hier Bose oder so? Keine Ahnung, vielleicht, aber ich glaube, die arbeiten ja schon mit dem Hersteller, denke ich mal, zusammen, wie sie das mit den Lautsprechern haben und so, gehe ich jetzt stark von aus. Die sind ganz gut, ja, okay, hoffe ich doch, weil sonst ist es richtig nervig dann. Und wenn du keine anderen anschließen kannst, aber ich denke schon. Muss ich wieder den Knopf drücken wahrscheinlich, ne? Nee, das ist dann, der da drunter. Die klassische... Zurück geht schneller. Zurück macht er das. Der neue. Mich würde jetzt interessieren, wenn er halt in dieser Liegeposition ist, ob der Beifahrer vorne denn noch Platz hat. Wisst ihr, was ich meine? Mit dem Display hier noch in der Mitte und so. Genau, das ist das Bedienelement. Wenn du hier dann dementsprechend entspannt sitzt und einmal verbunden bist, dann haben wir die Möglichkeit, hinten rechts und hinten links dementsprechend das Display oder das System zu steuern. Die Klima kannst du hier drüber steuern. Wenn du nicht hier rumfummeln willst, dann gibst du es dir dementsprechend einfach frei und dann kannst du es in die Hand nehmen und dann dementsprechend alles hier drüber steuern. Ne? Ja. Sehr, sehr geiles Auto. Ich weiß nicht, also ich persönlich bin Freund von der Farbe, muss ich ehrlich sagen. Ist mal was anderes, aber ich finde grau-schwarz auch eine geile Kombi mit den goldenen Bremssätteln. Finde ich, ist ein geiler Kontrast. Die Felgen kommen auch geil. Also nee, da kann man da nicht sitzen, okay. Komm ich, und zwar im S63. So. Die Schlüssel? Fahrzeugschein? Ja. Schlüsselanhänger mit AMG habe ich dir nochmal bestellt. Das ist sehr nett. Einen normalen Anhänger mit Einkaufschip. Du nimmst einen Schlüssel, denke ich, mit. Ja. Den anderen ins Auto. Wichtig, okay. Auto schließt nicht ab, wenn der zweite Schlüssel drin ist. Ich weiß, ja. Genau. Ja. Von meinem GLS suche ich bis heute den zweiten Schlüssel. Das ist so eine Scheiße mit mir und den Schlüssel, ich verliere die immer, das ist so zum Kotzen. Ja, im Safe zu Hause und dann ist das gut. Ja, nutzen easy. Wir nur ein. Alles klar, ey, danke dir, Robert. Genau. Wir fahren jetzt vom Hof, werden noch eine kleine Runde mit euch fahren. Hamburger Schwuddelwetter haben wir, es regnet, ist echt zum Kotzen. Und wie gesagt, ich muss den Wagen. Hat die S-Klasse eigentlich Allrad? Ist das Allradgetriebenes Auto oder Heck? Die E-Klasse hatte ja immer Allrad, das weiß ich. Ich finde, so ein Auto sollte auf jeden Fall Allrad haben, das wäre... Ach, Heck. Four Magic. Ja, was denn jetzt hier? Allrad, okay. Ja, sehr gut, das ist wichtig bei 800 PS, Alter. Ich meine, das Auto wiegt bestimmt so seine knapp 2 Tonnen oder über vielleicht, ich weiß gar nicht. Ich bin mittlerweile bei Autos so komplett raus. Ich gehe gerade nur nach logischem Denken. Wagen sowieso einfahren. Ich hätte ihn natürlich euch auch gerne jetzt nochmal auf der Autobahn präsentiert mit seinen über 800 PS. Macht ja auch extrem viel Spaß, aber wir dürfen hier nicht schneller als 140 fahren und nicht mehr als 4.500 Touren. Ah, macht ja, stimmt. Egal. Der Neuwagengeruch. Direkt die Karre freundlich in die Hand drücken, einmal nach Österreich und zurück und dann ist das Ding geritzt. Müsste mir eigentlich Gift. Also das muss ich nochmal sagen, das war wirklich das Einzige, oder nicht das Einzige, aber das war echt cool damals beim VIP, alle halbe Jahr ein neues Auto. Das hat Spaß gemacht. Aber da sind ja ein paar Sachen vorgefallen. Diese Andeutung. Im Handschuhfach? Ja, kenne ich, ja. Belüftung, ja, genau. Kenne ich, ja. Ist der AMG-Duft, der neue? Kannst du dir dann ja auch über deinen Heizungsmenü dann noch einstellen. Den habe ich letztes Mal angemacht im GLS, als ich übelst Blähung hatte. Das war von Vorteil, sag ich dir ehrlich. So, okay, let's go. Darf ich den Racing-Start trotzdem machen? Nee, Race-Start nicht, aber du meinst Emotionsstart. Emotionsstart? Ja, klar. Aber da dreht er nicht über 4.500 Touren? Nein. Das sind 1,8, 2. Pedal ziehen, starten. Ah, geil, Digga. Oh, was ist das für ein scheiß Wetter, Sikerim? Scheiße, ich hab mir das Horn nicht von der komplett Müll von der, Digga. Es nervt mich gerade so, der Wagen ist so schön frisch poliert. Und guckt euch dieses Scheißwetter an. Das ist wirklich, als wenn irgendjemand gerade ein Problem damit hat, dass ich diesen Wagen hier vom Hof fahre. Es ist so ein Scheißwetter, Digga. Es hat eben sogar noch gedonnert und gebrüht. Aber Allrad, komm. Video ist ein bisschen leise, dass das jetzt gerade so das Video fast vorbei ist. Digga, kannst du aber nochmal machen, oder? Gestern waren wir uns 16, 17 Grad, heute gefühlt Sommerschauer. Ich sag euch ehrlich, der ist von innen drinnen so ein Meisterwerk. Ich bin offen und ehrlich zu euch, Chat. Das durchgezogene Display hier in der Mitte finde ich im Verhältnis nicht so schön wie die Displays, die oben im Cockpit drinnen eingelassen waren. Aber wenn man den einen Augenblick fährt, gewöhnt man sich daran. Es ist so wie so ein kleiner PC, den man auch hat. Ja, und jetzt heißt es, wir müssen die Möhre einfahren. Es gibt viele Dinge. Ambiente Beleuchtung muss ich noch ändern, ein paar Dinge muss ich noch ändern, Sitzposition. Aber der Wagen ist der pure Luxus auf vier Rädern. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses schöne Spektakel mit euch wieder teilen durfte. Und da muss ich, so wie ich es auch immer sage, ja, ist mir einfach egal. Eigentlich, ich muss ein Geständnis machen, die schnelle Brille brauche ich gar nicht mehr. Meine Augen sind eigentlich echt gut verheilt. Aber aus Prinzip, Digga, habe ich noch die Laser. Erlaubnis.
Mit der schnellen Brille kommt das Auto auch noch mal ein bisschen schneller. Oh nein. Wir machen das jetzt schon so lange, ich weiß gar nicht, mein wievieltes Mein neues Auto-Video, das auf diesem Kanal ist. Aber es sind einige und ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen für den extrem krassen Support seit jetzt 11 Jahren. Ich mache seit 11 Jahren YouTube und seit 11 Jahren streame ich. Und dass ihr immer noch so zahlreich am Start seid, mich supportet, ist nicht selbstverständlich. Und ich wünsche euch allen das 100-fache zurück. Wir fahren im besten Norddeutsch-Wetter jetzt nach Buxtehude. Dann schmeiße ich den Kollegen hinter der Kamera raus, der fährt mit der Bahn nach Hause. Heute ist nicht Leon hinter der Kamera, sondern Vertretung, weil Leon ist Urlaub machen. Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet, ob es euch gefällt oder auch nicht. Und in dem Sinne sage ich meinerseits Kuss auf die Nuss. Oh, ich würde so gerne jetzt Stoff geben. Scheiße, Mann. Wiederschauen und reinhauen. Sei es ihm gegönnt, ein Flugzeug auf 4 Rädern. Würde ich mal so stark behaupten, wenn das von Mercedes so jetzt so das luxuriöseste Auto ist. Ich fand das geil, wie im Flugzeug so nach hinten so und dann Film gucken. Ich glaube, ist für Kinder auch richtig geil hinten dann so. Wenn die so später älter sind, so 12, 13, 15, so Pubertätsphase, Ruhe haben, können dann Serie hinten gucken, so auf lange Reisen. Das finde ich cool.